Hallo ihr Lieben, heute habe ich Vanillehörnchen für euch. Das Coole ist, dass der Vanillepudding direkt mitgebacken wird und nicht hinterher reingespritzt werden muss. Und diese Vanillehörnchen, die halten sich tagelang frisch. Es geht los mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Für den Hefeteig brauchen wir Mehl. Wir brauchen lauwarme Milch, Öl, Trockenhefe, Puderzucker und etwas Salz. Erst einmal werden Milch, Hefe und etwas Puderzucker, also nicht der ganze Puderzucker, sondern nur so ein bisschen, das alles wird zusammen verrührt und circa 5 Minuten stehen gelassen, bis die Hefe etwas anfängt zu schäumen. Danach kommt der restliche Puderzucker rein, sowie Öl und die Prise Salz. Wird gerade so ein bisschen vermischt und dann kommt das Mehl hinzu. Und wie immer, bitte nicht das ganze Mehl auf einmal hineingeben, denn es könnte sein, dass man etwas weniger Mehl benötigt. Das Risiko gehen wir natürlich lieber nicht ein. Also erstmal herantasten. Am Ende sollte ein weicher, nicht mehr klebriger Teig entstehen, aber der Teig sollte auch bitte nicht fest sein. Also er sollte wirklich weich sein. Knetet den Teig bitte circa 5 bis 6 Minuten lang, bis er schön glatt ist. Jetzt wird der Teig zu einer Kugel geformt, abgedeckt und ca. 30 bis 60 Minuten ruhen gelassen, bis er richtig schön aufgeht. Dann kommt der Teig aus der Schüssel und wird rund ausgerollt. Rund klappt bei mir immer super, ne? Naja, es werden jetzt 12 Dreiecke daraus geschnitten. Einfach so pizzamäßig einschneiden. Die Enden, also die breiten Seiten, werden dann mittig circa 1 bis 2 cm tief eingeschnitten. So lässt sich das Ganze später einfacher zu Hörnchen formen. Wir brauchen einen Vanillepudding, den habe ich selbst zubereitet. Das Rezept verlinke ich euch unten. Ihr könnt aber auch einen nach Packungsanleitung verwenden. Der sollte auf jeden Fall kalt sein und nach dem Kühlen einfach gut durchrühren. Jetzt kommen jeweils ca. 2 Teelöffel vom Pudding auf den Teig, auf die Dreiecke. Und dann werden die Dreiecke zu Hörnchen geformt. Anschließend werden die Hörnchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt, mit Milch eingepinselt und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten goldbraun gebacken. Die Hörnchen sind dann auch schon fertig. Wer möchte, kann noch etwas Puderzucker draufstreuen. Die sind wirklich köstlich, total cremig, einfach mega. Wie gesagt, die halten über mehrere Tage lang frisch. Solltet ihr die Hörnchen nicht am selben Tag alle aufputzen, dann lagert sie im Kühlschrank bitte. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt ganz viel Spaß dabei, guten Appetit und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!